Ich muss erstmal irgendwie drauf klarkommen, dass man hier irgendwie auch auf den Dächern rumturnen kann. Ja, Das gell. ist mir. Ich habe auch schon ein paar Mal so nach oben geblickt und da war alles voll. Ja, sind auf einmal zwei, drei Leute, man kassiert tierisch. Wow, fuck, jetzt muss man scheinbar ein bisschen aufpassen. Oh, hier steht ein Buggy rum. Und in ihrer Basis, das glaube ich mir jetzt mal. Alter, was ist das denn? Ah, das ist hier so ein neues Fahrzeug. Also so neu angepasst. Das ist geil. Fett. Das ist richtig fett. Das ist geil, das kann ich selbst fahren und gleichzeitig schießen. Selbst. Mit so einem Maschinengewehr. Wo man normalerweise zwei Leute braucht. Das ist ja mal geil. Okay, das ist natürlich richtig fett. Weil ich merke gerade auch schon, der Zerstörungsgrad der Map ist auch gar nicht mal so gering. Bei mir ist hier gerade auch schon wieder alles um mich herum eingebrochen. Und ich höre ein Fahrzeug. Bist du das, der damit gerade rumfährt? Das könnte sein, ja. Das habe ich mir schön aus der Basis vom Gegner geklaut. Aber ich sehe gar nicht genau, wie das aussieht, weil ich das so komisch von oben sehe. Aber das ist irgendwie so ein... Ah, das ist so ein Van, der so umgebaut ist. Das ist ja mal geil. Also hinter mir ist damit auch gerade einer durch die Gegend gefahren, gekust, sage ich mal. Das sah auch schon relativ witzig aus. Ah, die Aswahl kannst du hier komplett knicken, das ist nichts. Das ist ja mal Hammer, das Ding, ey. Sogar noch ganz gut. Was nehme ich hier denn mal? M416, das klingt. Ah, hier fährt noch einer mit so einem Teil rum. IKS Holo. Standardtarnung. Ich steig mal bei dir ein, vielleicht können wir hier jetzt ja ordentlich was reißen. Ja. Obwohl, nee, ich bin. Steig mal kurz aus, dann siehst du das Teil mal von außen. So, und ich kann hier das MG steuern. Ich muss kurz einsteigen. Das ist echt. Fahr mal. Wo sitzt du jetzt? Schießt du so aus der Seite raus, oder? Ja, genau. Also. Platztechnisch ist hier jetzt nicht so der Hit. Also, es ist jetzt eigentlich vom Fahrer her wie so ein Panzer fast. Also, Panzer ist ja eigentlich das einzige Fahrzeug bei Battlefield, wo man als Fahrer gleichzeitig Schütze ist. Oh, ich bin tot. Ich auch. Ich wurde rausgeschossen. Ach, verdammt. Ich war mal Erster. Das ist jetzt wieder alles im Arsch. Verdammt. Bin auch echt von den Kills her gerade nicht so gut, muss ich ganz klar sagen. So, die Karre haben wir uns aber wieder geschnappt, also unser Team. Oh ja, die sieht ziemlich geil aus. Ah, da setzt man sich einfach so rein an der Seite. Okay. Der ist nicht so cool, weil man halt so extrem gesehen wird, ne? Man kann ja, halt klar, einfach aufgeschossen werden. Aber als Fahrer ist es ziemlich geil. Ja, das glaube ich. Wie heißt das Ding? Rhino? Glaube ich irgendwas. Weißt du zufällig, wie viele neue Fahrzeuge es gibt? Also oder komplett neue habe ich eigentlich gedacht, gibt es gar keins. Da stand halt nur, dass die irgendwie überarbeitet wurden. Okay. Und also so leicht modifiziert, aber hier dieser komische Rhino da ist ja eigentlich was ganz Neues. Komisch. Aber finde ich cool. Ja, glaube ich. Also wir als Beifahrer war es jetzt nicht so der Hit. Wäre jetzt auch Quatsch, wenn das halt so ein übermächtiges Fahrzeug geworden wäre. Ja. Ist halt ziemlich leicht gepanzert, also so gut wie gar nicht. Und ja, sah halt auch von außen so aus. Macht als aber halt das schon relativ ganz guten. Mehr so gut 8,15. Oh Mann, ey, ich sehe die immer nicht und ich sterb einfach. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Gegner mehr gesehen. Ja, wir sind hier aber auch direkt an dem Spawnpoint von dem dran. Da ist immer so eine Sache. Aber ich bin auch irgendwie auch gerade nicht auf Höchstleistung. Unser Team scheint aber ganz gut die Sache mit dem Aufnehmen und Reden und gleichzeitig zocken. Ja, das ist immer nicht so einfach. Was war das denn? Da vorne ging gerade irgendwie sowas hoch. Da war wahrscheinlich nur so ein rotes Fass. Krass, was ist mit dem los, ey? Trifft er mich da eiskalt? Das wären wieder richtige Maps, die ich mir wahrscheinlich auf Hardcore reinziehen werde. Das wäre wieder genau mein Ding. Weil die Gegner, die ziehen mich in einer Tour weg. Also, ich werde auch gerade nur noch fast weggesnipert. Das ist irgendwie ein bisschen krass. Ja, bei mir geht auch gerade irgendwie nichts rund. Mal gucken. 16A3. Oh, A haben wir verloren. Und B sind wir kurz davor. Gucken wir mal. Oh, jetzt bin ich mal hier auf dem
bisschen höheren Punkt. 3,4. Mal sehen. Ach, hier war ich noch gar nicht bei B. Ah, jawohl, da habe ich nicht. So, endlich mal wieder ein. Kill-Serie aufgehalten und. Nee, doch nicht. Ich habe die einfach nur aufgehalten. Verdammt. Ah, das ist hier hinter der Kuppel. So langsam fügt sich das Puzzle zusammen von der Map. Oh, hier hängt irgendwo einer. Ich würde mal gerne wissen, wo der ist, damit ich hier die Flagge weiter einnehmen kann. Du bist hier ja auch links vom, rechts von mir. Da kommt einer auf dich zu. Ja, da kommen zwei. Mindestens. Ich kann dich, glaube ich, wiederbeleben. Verdammt. Das war jetzt nicht ich. Ah, fuck. Da wurde ich hier weggesniped. Oh. Ja, Snipern, die haben hier gerade ein bisschen die Überhand, kann man sagen. Weil ich sagen muss, dass ich jetzt so vom Ersteindruck den Modus gerade eben ein bisschen cooler fand. Das ist halt, ja, liegt wahrscheinlich dran, dass das was Neues ist. Ja, also sagen wir so, er war interessanter, weil man halt mit den Waffen lernen muss zu spielen, die man gerade findet. Genau. Und da hat man automatisch mehr Abwechslung drin. Und wir waren halt wahrscheinlich grundlegend erfolgreicher. Wow. Weil, wie gesagt, ich gehe hier gerade nur in eins tot. Aber für unser Team steht's ja ganz gut. Also ja, also unser Team geht hart ab. Ich meine, wir haben auch dieser Donnenfrosch mit 97. Der ist schon wahrscheinlich eine harte Nummer. So, ich hau hier einfach mal ab. Krass. Ich sehe gerade halt die meisten Gegner gar nicht so richtig. Oh, das gibt's ja nicht. Alter, da war alles voll. Ja, jetzt wurde ich auch mit der Armbrust erwischt. Boah, das da war mal gar nichts. Ah, du kämpfst da auf dem Dach. Das ist ja auch mal geschickt. Ja, und hier ziehe ich gerade ganz viele Leute. Jetzt hat mich einer gesehen. Krass, ich habe 4 Leute gezogen oder so ein Kram. Die sind alle rumgelaufen. Das Dach ist cool, kann ich dir empfehlen. Also ich denke mal, so mit dem neuen Modus würde die Map auch richtig abgehen. Also das kann ich mir echt gut vorstellen. Boah, zum Glück bin ich hier gerade nicht bei dir gespawnt. Dich noch sterben. Ja, das war wieder dieser Honkmelon, der mich weggesniped hat. Ja, ich bin immer, weiß ich nicht. Snipern ist halt echt nicht so mein Ding. Das ist einfach nicht meine Welt einfach. Ganz, ganz komisch. Ja, einfach. Ja, einer cruist hier auch gerade mit dem Fahrzeug rum, sehe ich hier gerade auf der Karte. Ja. Und da sehe ich ihn oben an der Wand. Unser Fahrzeug ist auch hier. Jetzt bin ich leider kein Engineer, sonst würde ich das hier. Scheiße. Das ist nämlich gerade in den Arsch gegangen. Das war natürlich sehr schlau, dass ich mich da direkt neben dran gestellt habe. Ah, ja, da kann man nicht mehr viel reißen mit 6% Leben. Nö, nee, es klingt nicht so fett. Krass. Hat er gerade gelacht? Ich glaube, der Typ, der mich erschossen hat, hatte gerade ein Grinsen auf dem Gesicht. Ich nehme mal wieder hier meine F2000. Wo ist sie denn? Oder ich nehme mal wieder die KH-2002. Da habe ich... Oh, von hinten! Wieso habe ich da jetzt das Visier drauf? Das ist ja mal scheiße. Ich mag das Visier hier nicht. So, dann gehe ich mal auf das gelobte Dach. Ja, du musst ein bisschen gucken, ne? Aus der Entfernung kommen halt manchmal welche an mit der Sniper, dann ist das nicht mehr so cool. Ansonsten ist es ganz witzig, weil du halt überall runter gucken kannst. Kill-Serie aufgehalten, sehr gut. Vom Honk Melon. So, im Moment ist hier ganz ruhig eigentlich. Ja, aber das kommt mir nicht so ganz nett vor. Also ich glaube, irgendwas kommt hier gleich. Ja, wo 3, 4 andere von uns kommen. Gut. So, wo wollen wir als nächstes hin? Ich folge dir einfach mal. Ja, ich bin auf dem Weg zu B. Ja. Aber der ist ziemlich schwer einzunehmen, finde ich. Harte, ganz, ganz harter Sniper-Typ ist da hinten. Der Typ ist mir nicht geheuer. Ja, doch, ich hab's noch bekommen. Gut. So.
Noch ein, sehr schön, 90 HP, ja. Zweckerfüllend. Ah, so, jetzt geht's gerade schon wieder ein bisschen besser. Ich muss einfach mit mehr Leuten rumlaufen, das ist einfach... Ach Quatsch, das hat er überlebt. Hart, das ist krass. Das ist ganz, ganz krass. Ah, wo ist er? Da hinten. Nur einmal Niederhaltung. Kann man auch mitnehmen. So. Und ich werde jetzt anfangen, mehr mit der Karte zu spielen. Dadurch, dass sie hier eigentlich schon gegeben ist, da sieht man die Gegner immer kurz eine Sekunde drauf. Das kann Gold wert sein. So, ich schnapp mir direkt mal da hinten unser Fahrzeug. Ah, jetzt hat sie es schon an der geknappt. Oh, von hinten kommt ein Fahrzeug. Oh, das ist ein Feind. Jawohl. So, jetzt habe ich es aber. Oh, das. Ah, okay, das von den Russen ist also nochmal ein bisschen anders wie das von den Amis. Das hat hier so eine digitale Anzeige, sag ich mal. Assault Rifle Medal, sehr gut. Ah, die Fahrzeuge hier, die finde ich schon mal geil. Die sind schon mal cooler, als ich gedacht habe. Ja, in den Genuss konnte ich bis dato noch nicht kommen als Fahrer. Oh Gott, halbe Haus wurde mir gerade wieder vor der Nase weggesprengt. Ah, komm. Da passt man durch, sehr gut. Ja, oh, ja, schießt er mich direkt da raus. Naja, gut. Hier ist man als Fahrer auch ziemlich ungeschützt in den... In den Teilen. Ja, aber gerade in den engen Gassen kann man auch mit dem Fahrzeug, wenn man eine U plötzlich mit ankommt, einen riesen Vorteil haben. Ja. Aber sobald einer frontal vor einem ist, hat man eigentlich verschissen. Boah, D ist mir auch gar nicht geheuer als ja. Platz vor Gegnern. Scheiße. Boah, das steht man da immer krass. So mitten in dem Mittelpunkt rum. 7000 Punkte habe ich. Nicht schlecht. Habe ja auch ganz, ganz viel so reingeholt. Ich spawn mal bei dir, ne? Ich hoffe, das geht. Ja, Moment, ist ganz gut. Ah, nicht. Ich bin tot. Echt jetzt? Direkt bei dir, ja. Ah, die anderen, wir haben gewonnen. Ich gehe positiv raus. Ist in Ordnung. Kann man so stehen lassen. Ja, war ganz gut. So, jetzt gucke ich mal bei den... Oh, ungewohnt. Zweiter. Ja, gut. Hm. 40 Punkte mehr als ich, du Arsch. Nur weil ich bei dir gespawnt bin. So, dann schauen wir mal, ob wir hier die Dings finden für die Armbrust. Bogenschießen für Anfänger, ja gut. Aber da gibt's ja keine Belohnung hier. Zielfernrohr. Ah, hier gibt's die Zielfernrohr-Armbrust. Das ist hier so ein Kopfschuss-Dings. Kopfschuss-Auftrag. Ey, Squad. Ja, ich denke jetzt mal... Ah, hier sind sie. Wie kriegt man die? 50. Okay, das ist hier, sind jetzt hier nur die Bolzen. Wahrscheinlich muss man zuerst die Zielfernrohrarmbrust freischalten. Das macht man wie? 150. Gesamt 150 Meter Kopfschüsse mit Scharfschützengewehr. Dasselbe mit Sturmgewehr und mit Karabiner. Krass! Also insgesamt 150 Kopfschüsse. Nee, jeweils. Aber. Nee. Das ist die Zielfernrohrarmbrust. Wahrscheinlich gibt es noch die normale. Ohne Zielfernrohr. Oder nee, die kann man, glaube ich, jetzt schon auswählen. Aber die ist. Worunter ist die? Unter irgendwelchen Gadgets ist das. Ich kann jetzt gerade gar nichts aus. So schade. So. Oh, ich spawn mal bei dir. Hast du die jetzt schon mit Aufsatz oder die normale? Das ist jetzt mit so einem Rotpunktvisier. Okay. Ziehen wir mal los, ne? Ich behalte die jetzt mal, auch wenn ich eine bessere Waffe finde. Ich will die jetzt mal testen. Ich guck erstmal, wie die so von der Ballistik her schießt, okay? Dann schauen wir mal, ob wir damit was reißen können. Das ist jetzt aber wieder eine andere Karte, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja. Müsste eigentlich... Aber hier werden die Punkte wieder so super schnell eingenommen. Okay, das ist ja mal... Ja, ist eigentlich... Wie snipen, weil man halt nach jedem Schuss nachladen muss. Aber so auf kürzere Entfernung muss man das jetzt mal testen. Hat aber auch nur 9 Schuss jetzt hier in dem Modus. Ja, obwohl 9 Schuss geht ja noch halbwegs. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit der PDW hast du... Gut, jetzt habe ich eine mit mehr Munition gefunden.
Oh, jetzt habe ich eine 3-Sterne-Waffe gefunden. Oder dritter Rang. Habe aber auch schon ein bisschen mehr Munition. Eben gerade hatte ich zum Beispiel gar nichts zum Nachladen. Ja. Das war noch ein bisschen blöder. Ich nehme gerade C ein. Also wenn du irgendwie in der Nähe bist... Ja, nee, bist du nicht. Bei A. Ah, fuck. Das ist hängen geblieben. Ey, nein! Das kann nicht sein! Krass. Boah, sehr schön. Headshot mit dem Sniper-Ding, mit dem Bogen hier. Armbrust. Also der geht ab, oder was sagst du? Ja, war jetzt mehr oder weniger Glück, weil der so ruhig da rumstand, der Typ. Ja, aber ich meine jetzt so grundlegend kann man... Ja, grundlegend kann man mit macht die ganz gut Damage auf jeden Fall. Man muss halt treffen. Und sie lädt relativ lange nach, aber das ist ja klar. Ey, ich hab den einen Typen jetzt schon wieder mit der Granate getroffen, mit 10.000 anderen Sachen. Und... Ah, Mann, klaut er mir hier den Kill, ey. Keine Chance, hier irgendetwas zu machen. So, jetzt habe ich nur noch einen Schuss und dann ist das Teil leer. Ja, muss einfach, was Munition angeht, so sparsam sein. Das ist richtig, richtig krass. Fuck, ich hänge. Gut, 9 Schuss und dann... Ah, ich habe die mit dem Zielfernrohr gerade gehabt. Okay. Ah, ich habe niemanden getroffen. Wo bist du denn nach da unten? Okay, ich spawn bei dir. Ich hol mir mal da unten die Waffe, weil, wie gesagt, ich habe nur einen Schuss. Ja. Oh, Spaß, 12. Die hätte ich auch liegen lassen können. Ich habe gerade eine schöne aufgenommen. Hier rechts liegt auch noch eine Zweier, wenn du die willst, ne? Ja, ich bin jetzt gerade hier am Stützpunkt schon. Ja, ich bin hinter dir. Ja, kommt drauf an. Wo man die Gegner trifft, dann ist eine Spaß 12 auch ganz gut. Nur auf Inferno. Ah, hier habe ich jetzt schon mal ein. Oh, hier liegt eine. Ein MG rum. Sehr gut. Ah, 2 Kills habe ich gemacht. Spawn immerhin. Bei dir, ich bin direkt tot. Ja, das war wahrscheinlich die Granate. Ja. Es ist immer nicht so gut. Verdammt. Ich bin hier gerade auch eher erfolgreich durchs Punkte einnehmen als durchs Töten. Mein Skill ist gerade irgendwie weg. Der hat keine Lust mehr. Oh. Boah, scheiße. Hab einen, sehr schön. Oh. Aber das ist schon. Aber der Radius zum Flaggen einnehmen ist aber auch echt richtig klein hier in dem Modus. Ja, ist aber, glaube ich, immer so bei den Flaggen, die so schnell hochgehen. So, P90. Was geht jetzt mit meinem Bild? Ja, ich dachte schon, das wäre ein Fehler von mir, aber es ist wahrscheinlich so ein Erdbeben gewesen. Ja, aber sollen die nicht irgendwas Cooles machen? Soll denn nicht Sachen kaputt gehen oder sind die... Ich weiß es nicht. Also ich höre jetzt nur 10.000... Ich höre jetzt nur 10.000 Autos piepen. Das war's. Vielleicht ist das auch so. Na gut, Rundenende ist ja noch ein bisschen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwas kaputt gegangen, wir haben es nicht gesehen. Das kann gut sein. Also, wie ich das halt gelesen habe, sollen die random auftreten. Das und ist cool. Ja, vor allem, wenn das halt jetzt richtig wirklich Auswirkungen aufs Spielgeschehen hätte, wäre das echt richtig geil. Oh, da liegt eine Level 3 rum. Was ist denn am besten? Weißt du das zufällig? Ich weiß nicht, aber das war jetzt hier, glaube ich, Level 3 mit Sternchen oder so. Also schon ein bisschen edler. Ja, das ist jetzt so ein MG hier mit so einem Zielfernrohr und Rotpunkt und alles. Ja, ich nehme im Moment alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, egal wie gut die Waffe ist. Hauptsache ich habe Munition. Das ist mir am wichtigsten gerade. Sehe ich hier gerade. Ah, da, ja. Super. Oh, Level 2. Ich laufe hier echt blind in die Leute rein, ey. Wenn man die Map nicht kennt, ist das ziemlich ätzend. Ich habe keine Chance. Das ist so krass. Ich habe 5. Der eine hat noch 38, den ich gerade schon wieder angeschossen habe. Und kannst es einfach knicken. Ich spawn wieder bei dir. Das war ja bislang immer schon ein kleines Todesurteil. Ohne 3 mit Sternchenwaffe liegt hier oben. Schön. 100 Schuss. Oh, fuck. UMP.
Boah, die sind ja echt sofort leer, die Dinger. Ja, die kleinen kannst komplett knicken, die Einserwaffen. Das Magazin, das war's. Bin ich jetzt kein Medic? Nee. Also. Ja, stimmt, man kann ja eh keinen wiederbeleben hier. Boah, wo bin ich denn hier? Ey, voll das Nest. Oh, ich reiß grad gar nichts. Ich auch nicht so. Ich hab grad mal wieder einen getötet, ist jetzt mal wieder ein bisschen her. Noch irgendwas habe ich getötet, aber ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Boah, das war mal Glück. Comeback. Oh, da kam einer mit der AS-Wall um die Ecke, die ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen besser. Krass, die sammeln sich ja alle. Ja, ich sehe es, ich bin bei dir gespawnt. Ja, ich habe die aber alle gezogen. 6 Schuss habe ich noch. Dann nicht. Dann nicht, dann zieht er mich halt auch okay. Oh, komm, Messer denn doch! Ah, 10-6, eiskalt erster. Sehr schön gemessert, ey. Das war zwar jetzt alles andere als elegant, aber gemessert. Zweckerfüllend. Jetzt habe ich wieder die Armbrust mit Zielfernrohr, aber mit 3-4-fachem ACOG. Also es ist mir immer, der Zoom ist mir dann halt ein bisschen zu groß. Ja, das verwirrt mich, als dass es bringt. Verdammt. Oh, 3 mit Sternchen. Die liegt jetzt vielleicht zufälligerweise an derselben Stelle wie verdammt, das letzte Mal. Verdammt. Oh, ich bin blamiert. Nicht im Ernst. Krass. Scheiße. Das Beste, was ich halt bislang gefunden habe, war halt 3 mit Sternchen, so ein richtig schönes MG mit 100 Schuss. Genau. Die hauen schon ordentlich rein. Wahrscheinlich gibt es auch noch eine richtig dicke Sniper oder so ein Kram. So, meine Freunde, hier ist mir leider die Aufnahme abgeschmiert, weil meine Festplatte voll war. Tut mir leid, die Hahn und ich haben noch ein bisschen weiter gespielt, bis wir gemerkt haben, dass die Aufnahme abgeschmiert ist. Bei die Hahn ist sie noch ein Stück lang weitergelaufen. Das heißt, wenn ihr noch hören wollt, was wir weiterhin geredet haben, dann schaut mal bei dem Kanal von die Hahn vorbei. Der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich möchte noch ein kurzes Fazit ziehen zu Aftermath. Wir haben noch eine Zeit lang weitergespielt, auch dann, nachdem die Hahn seine Aufnahme beendet hat. Und mir gefällt es bisher super. Ist wirklich, ich würde fast sagen, die beste Erweiterung bis jetzt. Okay, es gibt nur eine neue Waffe, so gesehen, nämlich die Armbrust mit den verschiedenen Bolzen. Wir haben jetzt auch schon festgestellt, wie man die Armbrust freischalten kann. Das geht nämlich ganz einfach und schnell, indem man 3-mal den neuen Spielmodus gewinnt, den Scavenger-Modus. Dann bekommt man die Armbrust und kann dann die Bolzen dafür freischalten. Ja, ist die einzige neue Waffe, aber meiner Meinung nach gibt's in Battlefield 3 mittlerweile eigentlich auch schon genug Schusswaffen. Von daher ist die eigentlich ausreichend. Die Maps sind bisher super, was wir gesehen haben. Also wir haben in alle Maps reingeguckt, jetzt nicht unbedingt in jeden Modus auf jeder Map, aber ja, so ein bisschen querbeet haben wir alle Modi mal ausprobiert und das ist echt super bis jetzt. Mir gefällt es besser als Armored Kill auf jeden Fall. Mir gefällt es, glaube ich, sogar besser als Close Quarters und ja, ich würde es eigentlich gleich einschätzen mit Back to Carcant, was bisher eigentlich meine Lieblingserweiterung war. Und ist auf jeden Fall ein super Ding. Wer kein Premium-Nutzer ist, der kann da gerne zugreifen. Alle anderen, die sowieso Premium-Nutzer sind, sind jetzt wahrscheinlich sowieso schon am Zocken. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Schaut es euch mal an. Ist sehr geil. Battlefield 3 Aftermath. Dankeschön, ich bin raus und ciao.